Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Kanal hier. Heute gibt es mal ein Making-of zum Thema Glamour-Shooting. Ja, ein paar von euch haben ja schon mitbekommen, dass ich die Community-Funktion von YouTube jetzt angefangen habe zu nutzen. Da habe ich eine Umfrage gemacht, was wollt ihr sehen? Und fast 50% haben gesagt, Making-ofs ist das, was euch am meisten interessiert. Und deswegen starte ich eine kleine Reihe von etwas kürzeren Videos, um euch mal neue Ideen für Shootings zu geben. Und den Anfang macht heute ein Glamour-Shooting. Und das kennt ihr mit Sicherheit so auf einer Bühne, ganz viele Lichter hinter dem Künstler. Und das ist natürlich ein etwas, ja, sehr kostspieliges Setup. Wenn wir diese Lichtpaneele mit diesen ganzen einzelnen Glühlampen, sowas zu basteln oder zu kaufen, ist sehr teuer. Und da habe ich mir überlegt, wie könnte man das anders machen? Und die Lösung ist dann, ich nehme einfach eine Wand, in die ich Löcher reinmache und stelle mein Licht dahinter. Und habe damit auch ganz viele Lichtquellen im Hintergrund. Also, wie gehe ich dazu vor? Ihr müsst euch einfach ein Material suchen. In meinem Fall waren es aus dem Baumarkt Dämmplatten, wo sich gut Löcher reinbohren lassen, was stabil genug ist. Vielleicht wird es auch schon dickerer Karton tun. Aber es muss sich gut aufhängen lassen im Hintergrund. Und ich habe dann einfach mit meinem Akkuschrauber und so einem Lochbohraufsatz habe ich kreisrunde Löcher, ungefähr so von dem Durchmesser, hier in mein Material gebohrt. Und damit das Ganze dann schön dunkel im Hintergrund geht, habe ich es mit Tape zusammengeklebt und danach ein bisschen mit schwarzem Lack lackiert. Ihr müsst da nicht allzu sauber arbeiten, denn wir arbeiten mit offener Blende. Das ist eh in der Unschärfe und ist kein Problem. Man sieht nicht wirklich, wie sauber ihr da lackiert habt und auch das Tape ist nicht mehr sichtbar danach. Und dann, was ihr dann machen müsst, ist einfach das Ganze aufhängen hinter eurem Model, wenn es geht, mit ein bisschen Abstand und dann möglichst hartes Licht hinter dieser Wand positionieren. Was ganz wichtig ist, ihr solltet die Spots, die ihr dahinter aufstellt, nicht durch die Löcher durchsehen können in eurer Kamera. Führt sonst zu etwas unschönen Lichtreflexen. Also positioniert die Lampen so, dass sie durch die Löcher nicht zu sehen sind, sondern dass man sozusagen nur die Lichtstrahlen sieht. Und das restliche Setup habe ich jetzt ein bisschen dramatischeres Licht gewählt. Das heißt, ich habe ein Felloni LED-Panel genommen, habe das senkrecht über mein Model gehängt, dann, damit die Augen nicht zu dunkel werden, unten eine Silberplatte schräg hier vor die Brust gelegt sozusagen. Das war mein Lichtsetup fürs Model. Und um den Lichtschein von hinten noch zu verstärken, habe ich rechts und links hier von meinem Model noch zwei etwas schwächere LED-Panels positioniert mit einer blauen, also genauer gesagt einer lilanen und einer türkisen, um den Blauton zu erreichen, den ich wollte. Farbfolie vorne dran. Das gibt dann so ein bisschen einen Farbeffekt noch. Das war das Lichtsetting auf meinem Model. Eine Besonderheit gab es noch. Ich wollte eine bestimmte Lichtstimmung erreichen, nämlich eine blaue Lichtstimmung. Und deswegen habe ich mein Hauptlicht auf dem Model, das ist das Felloni-Panel gewesen, habe ich auf Warmlicht eingestellt. Das ist eine Bicolor-Lampe, das heißt, die hat Tageslicht-LEDs drin und Warmton-LEDs drin. Und da habe ich eher in Richtung der Warmton-LEDs verschoben, die Farbtemperatur. Und wenn man dann eben den Weißabgleich so einstellt, dass es fürs Gesicht vom Model passt, führt dazu, dass die anderen Lampen, die im Hintergrund sind, bläulich wirken, weil die ja Tageslichttemperatur haben. Also so habe ich in meinem Setup ein blaues Licht erzeugt, einfach dadurch, dass die einzige Lichtquelle, die mein Model von vorne ausgeleuchtet hat, wärmer war wie der Rest. Ganz einfach. Ja, und was ihr dann noch braucht für den gewünschten Effekt, ist Nebel. Warum? Wenn wir einfach, ihr seht es dann während des Shootings auch, wenn wir einfach das nur so lassen würden, dann hätten wir einfach nur kreisförmige Punkte. Ihr seht, ich arbeite hier, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit sehr offener Blende. Das heißt, wir haben schön unscharfe, runde Kreise im Hintergrund. Sieht auch schon ganz spannend aus. Richtig cool wird es aber dann, wenn ihr Nebel reinbringt und deswegen auch ein hartes Licht von hinten, damit wir hier richtig schöne Lichtstrahlen
durch haben, durch diese Löcher dann durch. Und das ist dann das auch, mit dem könnt ihr spielen. Das heißt, macht ihr keinen Nebel oder wenig Nebel, habt ihr mehr leuchtende Kreise im Hintergrund. Und je mehr Nebel ihr macht, umso stärker werden diese Lichtstrahlen, diese Lightbeams sozusagen, die hier durch den Nebel kommen. Deswegen auch ganz wichtig, lasst die Spots im Hintergrund in unterschiedliche Richtungen zeigen. Dann habt ihr einen Beam mal nach da, einen nach da. Und irgendwann kommt dann der Nebel natürlich auch nach vorne. Und dann wird es ein bisschen milchig vor dem Model, was auch cool aussehen kann. Natürlich, wenn zwischen Model und Linse sozusagen Nebel ist, dann haben wir diesen Effekt. Sieht auch cool aus. Wenn es zu viel wird, wird es wiederum etwas schwierig. Und deswegen habe ich dann bei meinem Shooting noch einen Ventilator hingestellt. A, für die Haare. B, um wieder etwas freiere Sicht zu haben. Das war's eigentlich schon. Was möchte ich mit diesen Making-ofs oder Kurzanleitungen sozusagen bezwecken? Probiert aus. Fotografie ist so ein kreatives Hobby. Nehmt dieses Video mal als Basis und probiert euch mal selber aus. Ihr könnt variieren die Nebelmenge, ihr könnt variieren die Farben, ihr könnt variieren, wie viele Löcher mache ich in die Platte rein, wie groß sind die Löcher. Vielleicht sieht es auch cool aus, ganz viele kleine Löcher zu machen. Einfach mal ausprobieren und schickt mir doch eure Ergebnisse. Ich finde es immer cool, wenn ich sehe, was bewirken meine Videos oder was macht ihr da draus. Finde ich cool. Und wenn ihr weitere Wünsche, Anregungen habt, einfach unter das Video schreiben. Und jetzt genug der Theorie. Schaut euch einfach nochmal an, was wir beim Shooting wirklich gemacht haben und wie dann die fertigen Bilder aussehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.